Halloali, heute gibt's mal leckere rote Zwiebelmarmelade. Hört sich erstmal ein bisschen komisch an, ist auch nicht unbedingt als Belag fürs Frühstücksbrötchen gedacht, vielmehr als Beilage zu gegrilltem oder Fondue-Fleisch oder auf einer Antipasti-Platte oder ganz lecker auch zu einem kräftigen Käse. Dafür benötige ich heute rote Zwiebeln. Ich nehme ein Kilo davon. Die werden gleich noch geschält und klein geschnitten. Dann werden die ein wenig in Olivenöl angebraten. Da kommt dann noch Balsamico-Essig dazu. Etwas Grenadinsirup. Wenn man den nicht hat, kann man auch Johannisbeergelee nehmen. Ich nehme halt diesen hier, der ist ganz angenehm. Dann kommt noch brauner Zucker dazu. Zwei Lorbeerblätter, eine Zimtstange. Das Ganze wird nachher nochmal abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer. Wird dann heiß, in die Gläser gefüllt und ist dann so im Kühlschrank einige Zeit haltbar. Die Zwiebeln habe ich mir jetzt geschält. Jetzt werde ich sie halbieren und dann werde ich sie in Streifen schneiden. Das braucht man also nicht zu dünn machen. Das kann ruhig ein bisschen dicker sein. Das braucht auch nicht ganz regelmäßig sein. Das ist nicht so ganz wichtig. Die kochen nachher sowieso nochmal schön ein. So, das mache ich jetzt mit allen Zwiebeln. Und wenn es dann soweit ist, kommen sie in einen Topf mit Öl und werden angebraten. Zwiebelchen sind jetzt alle klein geschnitten. Ich habe auch gut geweint. Nee, so schlimm war es nicht. Jetzt kommt dann hier Olivenöl rein, ja, so dass der Boden einmal bedeckt ist. So ja, etwa 4-5 Esslöffel voll bei der Menge Zwiebeln. Das einen kurzen Moment warm werden lassen, heiß werden lassen. Ja, das ist gut. Das kann ich schon mal kleinstellen. Und dann kommen die Zwiebelchen dazu. Man könnte die jetzt auch würfeln, in grobe Würfel schneiden. Die Zwiebelchen jetzt so 10 Minütchen auf kleiner Flamme, ganz wichtig auf kleiner Flamme, schön andünsten. Die sollen also keine Farbe annehmen, die sollen höchstens so ein bisschen glasig werden. Wenn das dann soweit ist, dann gebe ich meine Balsamico-Mischung hier dazu. Da habe ich auch gleich den Grenadinsirup mit dran gemacht. Das sind 50 ml Grenadinsirup und ungefähr 125 ml Balsamessig. Ich lasse das jetzt hier erstmal schön vor sich hin dünsten und rühre das immer mal wieder ein bisschen durch. Wie gesagt, die sollen jetzt keine Farbe bekommen, sondern sollen halt wirklich nur glasig werden. Es sind jetzt ungefähr 10 Minuten vergangen. Die Zwiebelchen sind also schön glasig, haben noch keine Farbe angenommen. Das ist jetzt also genau der richtige Zeitpunkt, um den Balsamico mit Grenadinen dazu zu geben. Das Ganze dann einmal gut umrühren. Dann kann auch schon der Zucker da noch mit zu. Ist eine ganze Menge Zucker, die da rankommt. Also das sind jetzt hier ungefähr 120 Gramm. Der hat sich schon so ein bisschen mit Wasser angefeuchtet, ein bisschen Luftfeuchtigkeit gezogen. Das geht ja bei diesem braunen Zucker unheimlich schnell. So, den dann auch schön umrühren. Ja, es ist natürlich süß, aber das ist ja auch, deswegen nennt sich es ja auch Marmelade. Und wenn der Zucker dann gut untergerührt ist, gebe ich auch noch meine beiden Lorbeerblätter und meine Zimtstange dazu. Das Ganze hat nachher so ein bisschen erstmal ein Aroma, was an Rotkohl erinnert. Das ändert sich aber dann im Laufe der Zeit, wenn es dann so ein bisschen durchgezogen ist. Also im Kühlschrank gestanden hat, so nach 2-3 Tagen. Und es schmeckt halt auch wirklich deutlich nach dieser Zwiebel. So, das Ganze werde ich jetzt auf eine Simmerplatte stellen. Lasse das jetzt etwa eine Dreiviertelstunde bis Stunde auf der mittleren bis kleinen bis mittleren Flamme vor sich hin köcheln, simmern. Ja, zwischendurch immer mal wieder rangehen und gut durchrühren und aufpassen, dass es nicht ansetzt. Die Zwiebelchen sind jetzt etwa 45 Minuten hier am Simmern, am Köcheln. Ich habe immer mal wieder umgerührt. Man sieht also, mittlerweile ist die Flüssigkeit schon gut eingekocht, ist aber immer noch was vorhanden. Das kann also noch 10 Minuten, Viertelstündchen, dann werde ich es nochmal mit Salz abschmecken und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Jetzt sind es also insgesamt 60 Minuten, wo das Ganze so schön geköchelt hat. Es ist jetzt wirklich fast die ganze Flüssigkeit verdampft, verkocht. Was jetzt übrig geblieben ist, ist jetzt alles so ein bisschen sirupartig. Jetzt werde ich mal die Lorbeerblättchen hier rausnehmen. Und auch den Zimt. Ja, so ein bisschen die Zwiebel abkratzen. Das stelle ich erstmal weg. Und dann wird nochmal gesalzen.
erstmal nicht zu viel am Anfang. Das wird dann gleich nochmal abgeschmeckt. Und dann merkt man sehr gut, ob man was ran muss. Ich gebe auch noch ein bisschen hier von meinem bunten Pfeffer dazu. Und dann rühre ich das Ganze nochmal schön durch. Ich werde mal ganz vorsichtig abschmecken. Wunderbar. Ja, dann kann das Ganze jetzt auch direkt umgefüllt werden in einem kleinen Gläschen. Ich lasse das jetzt hier nochmal einen ganz kleinen Moment stehen und werde jetzt die Gläser nochmal richtig schön heiß abspülen. Dann kann jetzt eingefüllt werden. So, das stelle ich mir mal hier hin. Die Kelle kann raus. Die Gläser habe ich also eben richtig schön heiß ausgewaschen und wirklich auch die Deckel richtig heiß ausgewaschen. Und jetzt fülle ich das hier ein. Ganz kleines bisschen noch. Und dann klopfe ich das immer so ein paar Mal. Dadurch steigen dann nochmal die Luftblasen nach oben. So, dann gebe ich auch gleich den Deckel drauf, verschließe das und befülle die anderen Gläser. So sieht das dann also fertig aus. Ich habe also insgesamt 4 Gläser davon rausbekommen für 1 Kilo Zwiebeln. So sieht das dann aus in diesen Gläschen. 2 von den 4 haben auch schon angezogen, das heißt, die haben schon so geploppt. Die habe ich dann auch schon mal so ein bisschen noch eingeschlagen mit einem Tüchlein oben drüber. Das sieht immer ganz nett aus. Dann werde ich noch eine Kleinigkeit oben raufkleben oder vielleicht auch einfach nur raufschreiben, was es ist. So sieht das dann aus. So serviere ich das dann in so einem kleinen Schiffchen. Das stelle ich dann mit auf den Teller oder an den Tisch. Das kann man sich dann zum Fleisch oder auch zum Käse dazu nehmen. So, das war's also. Es geht wirklich super schnell. Schmeckt sehr lecker. Ist mal was anderes als die gewohnten Schmorzwiebeln mit scharfen Gewürzen. Lohnt sich auf alle Fälle. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß beim Nachmachen, einen guten Appetit beim Verzehr und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!